Dödel, 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 Na? Ich erkenne die Stimme noch, obwohl es schon Jahre her ist. Mindestens. Na? Was geht ab? Oh. Dieser eine Arm. 2.10, scheiß Lepra. Ich hab keine Lust mehr. Hi. Na? Ich hab Essen hier. Oh, was gibt's Gutes? Nix. Ich hab aber Essen hier. Okay, was gibt's zu essen? So ein Glas Onkel Bens China-Zeug mit Reis. Das schmeckt erstaunlich unspektakulär. Mhm. Mit oder ohne Ananas? Das ist mit ohne. Schade. Ja. Kaffee. Kaffee? Ja. Immer schön wach bleiben. Warum? Okay, formulieren wir es um. Ich möchte immer schön wach bleiben, damit du in Ruhe schlafen kannst. Ah, der Held, der nachts immer meine Träume wacht, mit Cape auf dem Hochhausrand sitzend, in der Luft flatternd. Und dir Katzenstreu ins Auge streut, damit du besser schlafen kannst. Katzensträumen. Katzensträumen. Das Blöde ist, es huscht halt runter und klumpt so im Sabber. Sei froh, dass, dass dein Sabber aufgesogen wird davon. Wir hatten ja früher nichts. Tja. Apropos früher und nix. Mhm. Ich habe gerade eben einen Fax bekommen. Oh Gott. Wie konnte das passieren? Und zwar aus Barcelona, Spanien. Mhm. Angeblich. Mhm. Schönen Tag, Florian. Punkt. Diese E-Mail wird eine Überraschung für Sie sein, aber sie ist wahr. Wenn ein Fax kommt, ist das immer eine Überraschung. Ja. Obwohl ich weiß, dass dieser Vorschlag Sie ängstlich und besorgt machen könnte, möchte ich Ihnen meinen Vorschlag unterbreiten. Knickknack. Ich versichere Ihnen, dass alles am Ende erfolgreich sein wird. Mein Name ist, Leerzeichen, fett geschrieben, Frau Christina Duch. Ich bin die persönliche Rechtsanwältin vom verstorbenen Gerhard H. Er kam bei einem tragischen Unfall, der im Jahr 2008 passiert ist, um sein Leben. Er war unverheiratet und kinderlos. Zuletzt lebte er in Australien. Fett geschrieben, da seine Mutter aus, fett geschrieben, Australien kam. Sein Vater kam aus, fett geschrieben, Deutschland. Er arbeitete mit mehreren Ländern in Europa. In, fett geschrieben, Australien, hat er sein Vermögen mit Goldschürfen gemacht. In Spanien war er in der Immobilienbranche tätig. Deshalb hat er auch ein Vermögen über, fett geschrieben, Australien. Ja. Nein, Euro, 12.850.000 in Spanien deponiert. Er war viele Jahre mein Klient. Und deshalb war ich auch schon mehrmals in Australien, diesmal nicht fettgeschrieben, seitdem sind aber alle meine Versuche, um Verwandte des verstorbenen Klienten zu finden, leider ergebnislos geblieben. Die Bank kontaktierte mich, um entfernte Angehörige in der Deutschland zu finden, um jemanden als Erben einsetzen zu können. Der Bankdirektor weiß, dass Gerhard H. diesmal andere Schriftart als der Rest vom Text, keine Kinder und keine Frau hatte. Nun brauche ich Ihre Hilfe, damit wir Ihre Ansprüche geltend machen können, bevor der Fonds beschlagnahmt wird oder an die spanische Regierung Büro für nicht beanspruchte Einlagen, BUD, fließt. Übrigens BUD vorne in Klammern, hinten offen. Mein Klient hat keine Adresse von Verwandten hinterlassen, weder eine offizielle Erbschaftsliste erstellt. Angesichts dieser Situation ist mein Vorschlag für Sie.
Ich werde Sie als Verwandten von Gerhard H. Punkt. Präsentieren. Da Sie den gleichen Nachnamen haben wie mein verstorbener Klient. So kann der hinterlegte Fonds an Sie freigegeben werden. Mit meiner Position als sein Anwalt werde ich nun Ihren Namen als den des nächsten Angehörigen meines verstorbenen Klienten benutzen. Ich werde jedes relevante Dokument, das uns helfen wird, vorbereiten, um die Überweisung des Fonds zu Ihnen zu erleichtern. Ich habe da sehr gute Kontakte. Es wird alles einfach und gut ablaufen, da die Bank darüber informiert ist, dass ich jemanden bringen werde, der seine Erbschaft geltend macht. Beachten Sie, dass diese Transaktion 100% risikofrei ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich vorschlage, dass Ihnen als Erbe 75% zukommen, während mir 25% als Schenkung zustehen. Sie können mich per Telefon, Telefonnummer, bla 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 bla, zwei Stück, Fax, oder per E-Mail, bla 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 bla, drei E-Mail-Adressen, übrigens Gmail.com, kontaktieren. Ich spreche Deutsch und kann auch gut Deutsch schreiben, damit wir uns verstehen können. Eine Zusammenarbeit mit Ihnen würde mich sehr freuen. Bitte schreiben Sie mir eine kurze Nachricht, wenn Sie interessiert sind, und senden Sie mir Ihre genauen Daten mit Telefonnummer und Mailadresse. Bitte geben Sie mir auch Bescheid, wenn Sie nicht interessiert sind, so dass ich meine Suche nach einem anderen... Das steht hier in einer anderen Schriftart. Christina Duch... Soll ich... Oh Gott, das kann ich gar nicht lesen. Irgendwas mit Cooperative Lawyer. Partner weiterverfolgen kann. Mit freundlichen Grüßen. Okay, mir sind zwei Dinge aufgefallen. Das eine, ich glaube, so werden 3-Fragezeichen-Geschichten gemacht. Ja, das ist gut möglich. Und das zweite, vorne in Klammern, hinten offen, könnte auch ein schöner Pornotitel sein. Hm. Ja. So, und jetzt, wo ich bald reich bin. Übernimmst du den ganzen Laden hier. Ja. Bringst diese Bumsbude mal auf Vordermann. Endlich keine Podcasts mehr. Yay. Ja, unsere zwei Zuhörerinnen. Zwei? Ja, ja. Jetzt sind es schon zwei? Ja. Oh Gott. Ja. Immer dieser Druck. Dela und der NSA. Ah, die NSA. Das NSA. Du hast von Zuhörerinnen gesprochen. Ja, das ist eine Frau, die da uns zuhören muss, strafversetzt. Mhm. Also die wissen ja, warum wir lange nicht gepodcastet haben. Und für die anderen brauchen wir es nicht zu erzählen, weil uns hört ja keiner. Finde ich gut. Ja. Das betrifft irgendwie alle Themen, über die wir reden könnten, oder? Ja. Ja, dann mach's gut. Okay, ciao. Was hast du so erlebt in den letzten Monaten? Darüber möchte ich hier nicht reden. Ja, es ist halt Corona-Zeit. Man erlebt halt nicht viel außer den Dingen, die man erlebt. Und Also nicht, dass ich vorher was erlebt hätte, aber... Das Leben ist halt nicht mehr ganz so scheiße wie vorher. Also schon, aber anders. Ach ja. Das ist doch schön. Ja, und bei dir? Ich will Cheeseburger. Ich kann dir noch pappigen Reis mit Onkel Ben Soße anbieten. Ist Onkel Bens Soße aus oder von Onkel Bens?
Oh Gott, ich hoffe von, weil sie hat so einen bräunlichen Ton. Ach, ach, ach. Heißt der noch so? Nee, der heißt jetzt, glaube ich, Daimler, oder? Ja, ich glaube auch. Onkel Daimler. Hast du irgendwelche absurden Filme geguckt? Dann musste ich mal in meine Filmliste gucken. Wo habe ich die denn da? Also mit Sicherheit, aber ich erinnere mich halt nicht. Ja, das Alter, das Alter. Interessant. In meiner Filmliste wechseln sie auch ganz plötzlich mal die Schriftart. Ich habe die Tage mit dem Patenkind Borat geguckt. Oh. Ja. Ach nee, ich habe es gerade verwechselt mit Soan. Ja. Selber Mann, anderes Dings. Ah, deswegen. Klär mich kurz auf, was ist ein Borat? Das ist dieser kasachische Reporter, der in die USA reist für Reportage. Und dann halt auch, hat halt auch Interviews gemacht, wo die Leute nicht wussten, dass das Ganze gefaked ist. Aha. Das ist das mit diesem, dieser Badehose. Ah. Ja, mehr muss man nicht sagen. Das ist aber nicht das, wo er sich als Diktator verkleidet, oder? Nee, das ist wieder was anderes. Okay, Google, do your magic. Wie heißt der Vogel? Adam Sandler? Sacha Baron Cohen. Sag ich doch. Diktator. Tatsache, der Diktator ist ein anderer Film. Ja, aber der mit Charlie Chaplin, oder? Aber der gleiche Regisseur wie bei Borat, ich verstehe. Und der gleiche Dings. Darsteller. Ja. Ha. Aha, aha. Okay. Dann habe ich mal Halb geguckt. Also, er lief im Hintergrund, während ich... Hulk oder Halb? Halb. Okay. The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. Mhm. Auch eine Reportage, oder? Ja. Über Rüdiger Schlabotnik, den Mann, der Hitler getötet hat und dann den Bigfoot. Mhm. Mhm. Mit Helge Schneider in der Hauptrolle? Nein. Ist ja eine Reportage. Ja. Ich habe echt nicht viel Interessantes geguckt. Ich glaube, von den Nazi-Würstchen habe ich schon erzählt, oder? Kommt mir nicht bekannt vor, heißt aber nichts. Ja, das war auch schon im August. Also ich habe ja dann meine Kevin Smith-Retrospektive beendet. Mit Wer ist denn Kevin Smith? Der Typ, der mit Clerks mal einen guten Film gemacht hat, mit Dogma einen sehr guten und dann sonst immer schlechter wird. Okay. Er hat Yoga Hosers gemacht. Als zweiten Film seiner Trilogie über bizarre kanadische Mythen. Seine Tochter und die Tochter von Johnny Depp spielen die Hauptrollen. Mhm. Mhm. Und sie bekommen es zu tun mit Nazi-Würstchen. Also Würstchen mit Pickelhaube und die Sachen rufen wie Fräulein und natürlich Sieg Heil und
die in Leute sich durch Leute durchbohren und sie damit umbringen. Meister, warum heißen die Deutschländer eigentlich Deutschländer? Weiß nicht, Fräulein. Ach, so hast du mich lange nicht mehr genannt. Tja. Und hier sehe ich gerade Sharktopus versus Whalewolf. Das war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Das kommt mir doch bekannt vor, ja. Ja. Ein großartiger Film. Ja. Der bei den Oscars leer ausgegangen ist. Habe ich erzählt, dass ich probiert habe, auch noch den mit dem mit den Bärenvulkan zu gucken? Bärenvulkan? Warte. wie hieß der denn? Ah, Bearcano versus Nazi Sharks. Oh! War das so gut wie diese Nazi-Wölfe vom Mars? Also von den Special Effects her ein bisschen besser als, als die Nazi-Haie. Mit diesem Unterseelabyrinth. Schlechter geht ja auch nicht. Aber nur ein bisschen besser. Also der Vulkan, der in der Innenstadt ausbricht, um Bären auszuspucken und Lava, war schon ziemlich übel reingeschnitten. Aber also die Nazi-Werwölfe waren, glaube ich, mein Highlight bis jetzt. Ja, die waren so von den Masken her und die Effekte und dieser, was war das, dieser Mönch. Ja. Ach. Falls ihr euch fragt, worüber wir reden. Wir können das ja in die Shownotes packen. Ja. Ich weiß nicht mal, ob ich Aufnahme gedrückt habe. So, was hatten wir? Ich mache jetzt hier Shownotes. Wir machen das jetzt mal ganz professionell. Show me your notes. Nazi Werewolves from Outer Space, richtig? Ich habe keine Ahnung, ich glaube ja. Nein, das sieht zu professionell aus. Nein, das war irgendwas mit Jesus Shaolin Nazi Werewolves. Kung Fu Wizard of Jesus. Ach, so genau, ja. Versus Undead Nazi Robot Werewolves. Stimmt. Da habe ich es. Huch. Ja, toll, jetzt hat sich mein Browser einfach geschlossen. Was soll das? Selbstschutz. Ah. Okay, und dann hatten wir natürlich noch die Nazi-Sharks. Nur Nazi-Sharks oder gab es noch mehr dazu? Nee, ich glaube. Nee, nicht einfach nur Nazi-Sharks. Ah, doch. Ah, Nazi-Sharks ist übrigens den Produzenten von Bearcano? Bearcano. Okay. Oh, der Regisseur von Kung Fu Wizard of Jesus, der hat auch Filme gemacht wie Zeppo, Sinners from Beyond the Moon und UFO Crash in Kentucky. Oh! Wir sollten da mal einen Filmabend zu machen. Oh Gott, was ist das? Gator Kane. 4 Minuten.
irgendwas mit Alligatoren. Oh. Länger als 4 Minuten hält man das auch nicht aus. Nein. Was ist... Sorry, ja, nein. Ja, von demselben Typen, der Super Mega Ninja Rangers gemacht hat. Staffel 1 und 2. Okay, ich mach das zu. Es brennt. Das tut mir leid. Dir gar nicht leid. Worum ging es? Ich habe nicht zugehört. Ich war kurz abgelenkt, Entschuldigung. Ja. Und sonst so, was macht der Wald? Der wird abgeholzt. Schön. Ja. Endlich wieder Brennholz. Lalalala. Ich habe dir einen Comicstrip mitgebracht, hatten wir schon lange nicht mehr. Das stimmt. Ich bin nämlich drauf gestoßen, dass es den wieder gibt, nachdem es seit 2013 da nichts Neues gab. Ja. Aber er hat scheinbar letztes Jahr wieder gestartet. Red Meat heißt das Ding. Mhm. Und es ist eine Ansammlung von verschiedenen Figuren. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Familienvater mit der Pfeife im Mund heißt. Dann gibt es einen Typen, der aussieht wie ein Pfarrer, aber er hat eigentlich keinen Kragen, sondern mehr so einen kleinen Schädel, weißt du, wie die so texanische Zeugs. Und ein Typen mit einer... Bowtie. Ja. Ein Typen mit einer Zitrone als Kopf. Und Milkman Dan und so ein kleines Mädchen. Mhm. Und das Ganze ist so kaputt, das macht Spaß. Okay. Da bin ich heute wieder drüber gestolpert, dass es da seit letztem Jahr halt wieder mal neue gibt. Mhm. Mhm. Hui. Hui. Und deswegen habe ich nach einem anderen geguckt, aber den gibt es tatsächlich nicht mehr. Es gab mal einen mit dem schönen Namen Chopping Block. Ja. Nur also Block, nicht wie der Block, sondern wie der Block. Das Block. Ah. Und das waren nette kleine Cartoons über einen Eishockey-Masken tragenden Serienmörder. Ah. Ja. Hier ist zum Beispiel eins, da hält er 2 T-Shirts hoch. Auf dem einen steht Gott ist tot, Nietzsche. Auf dem anderen steht Nietzsche ist tot, Gott. Und unten drunter steht, beide diese Idioten, die diese T-Shirts anhatten, sind tot. Ich. Ja, okay. Hier sitzt er in einem Auto und schnüffelt und sagt, time to restock the trunk. The car was starting to lose that new corpse smell. Ah.
Ich will auch ein Auto. Gott, was geht mit Twitter heute auf den Sack? Ich weiß nicht, ich guck gar nicht so viel rein. Ich guck sowieso nicht so viel rein. Das geht nämlich immer auf den Sack. Ach, ach, ach. Zu viele Menschen mit Meinungen. Ach, können die nicht einfach alle mal ihre Fresse halten? Sollen sie doch einfach einen Podcast machen. Ja, haben wir Meinung? Ja, aber die verraten wir keinem. Stimmt. Also ich bin der Meinung, ja, dass Karthago zerstört werden muss. Alles? Ja, alles. Okay. Heute noch? Nö, ist schon fast dunkel und mein Bruder Kevin ist allein zu Hause. Ich habe schon mein Pyjama an, den mit den Enten. Oh, was machen die Entchen? Das sind meine Freunde. My only friend, die Enten. Aber die Entchen bleiben draußen. Alle meine Entchen schwimmen auf dem... Das ist so trocken, die schwimmen gar nicht mehr. Ich habe meine Kräuter reingeräumt. Ich nicht. Oh. Ich habe meine Kräuter reingeräumt. Oh, was für Kräuter? Die üblichen. Ist irgendwie dieses Jahr... Doch, Rucola habe ich noch dazu gesät. Der blüht übrigens gelb. Hatte nicht der... Der Dings von dem einen Podcast? Nee, doch nicht. Nee, ich glaube nicht. Doch, hatte der. Warte mal. Hatte der? Ja, warte. Ich warte ja. Wie heißt denn der? Ich höre keine Podcasts außer 120 Stück. Gummibären hüpfen hier, hüpfen dort, hüpfen. Ich find's nicht. Hatte nicht der Hobbykoch Kai irgendwann mal Rucola ausgesät? Nein, der hat doch jetzt Katzen. Ach so. Aber letztes Jahr? Nein, da hat er noch keine Katzen. Ha. Weißt du, was mich am deutschen Lied der Gummibärenbande stört? Dass das einfach nur fakte Sektenmitglieder sind? Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig. Eben. Ja, eben. Ja. Die leben da in so einer Kommune im Wald, berauschen sich an irgendwelchem Bärenquatsch und gehen anderen auf den Sack. Ja, und ganz ehrlich, wenn man sich das mal genau vergleicht, das sind die Schlümpfe in ein bisschen größer. Ja, schon, aber welchem, also, oh Gott, ich war es nicht. Nein. Welchem Glauben hängen denn die Schlümpfe nach? Die beten den großen Schlumpf an. Wie wir alle eigentlich. Oder sie beten Gargamel an. Oder. Was, wenn Gargamel eigentlich quasi einfach nur so ein fleischgewordener Gott ist, vor dem die einfach tierisch Angst haben, weil sie genau wissen, dass es kein lieber Gott ist? Das gibt mehr Sinn als dieses ich esse Schlümpfe, nein, ich verwandle sie in Gold. Nein, ich esse Schlümpfe, nein, ich verwandle sie in Gold. Eben. Man kann aus Schlümpfen Gold machen? Das ist komplett durcheinander. Wieso gehe ich dann noch meiner normalen Arbeit nach?
Weil du diese verdammten Schlümpfe nicht gefangen hast, du und deine Katze. Ach, verdammt, ich will auch eine Katze. Nein, willst du nicht. Doch. Nein. Doch, Katzen sind toll. Nein. Doch. Nein. Doch. Spotto! Der ist nicht da. Genau wie ich bin auch mal kurz nicht da. Moment. Tja. Dann... Und da bin ich wieder. Das war aber kurz. Hab ich doch gesagt. Ich hatte nicht mal Zeit, zu Ende zu onanieren. Tja, ich sag mal so. Wenn du weißt, wie es geht, brauchst du nicht lange. Ja, ich weiß. Ich habe heute einen Podcast drüber gehört. Oh, okay. Welchen? Handvergnügen, der Podcast für Wichser. Ah, ich hörte davon. Ja. Eigentlich ging es um onanieren unter der Dusche. Aber es kam dann auch irgendwie auch das Thema, dass Hollywood da ein ganz falsches Bild davon vermittelt. Außerdem ist das aus Umweltschutzgründen nicht zu empfehlen. Nicht aus Umweltschutzgründen, aber hört ihr die Folge an. Es ist sehr feuchtfröhlich. Ich weiß nicht. Ich höre eigentlich immer Podcasts mit dem Hintergedanken, irgendwas Neues zu lernen, aber ich habe das Gefühl, in dem Thema kenne ich mich wirklich aus. Ha, du wärst vielleicht überrascht. Okay. Im Kino kommt auch nichts. Ich meine, was denn auch? Ach, von den Kack- und Sachgeschichten-Menschen? Ja, ja. Haben die noch mehr lustige Podcasts? Nein, nur das. Okay. Interessant. Kuckuck. Apropos, wie geht's dir? Ja, die erkennen die Existenz des Taubennetzes nicht an. Oh. jeden Morgen landen sie auf dem kleinen Stückchen Balkon, was sie noch erreichen können, was außerhalb des Netzes liegt, also so, ne, wo die Balkonkisten hängen, und suchen einen Weg rein. Tja. Jedes Mal scheitern sie und ich scheuche sie wieder weg und sie kommen wieder und so weiter 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 hinterm Horizont und so weiter. Ach. Ja, was macht denn dieses 2020 so mit dir? Emotional gesehen. Komm, sag schon, Arschloch, ich weiß es doch. Ich nehme diese Frage nicht an. Tja. Ich auch nicht. Nö, ich kann mich unterm Strich nicht beklagen. Ich auch nicht. Es hat sehr viele schöne Wendungen. Und vollkommen unerwartete dazu. Ja. Ich möchte unsere Produzentin grüßen. Ja.
Ja. Ja. Also ich sag mal so, der Jahresrückblick wird lang. Naja. Lang und hart. Ach, das ist der Jahresrückblick. Ja. Nein, insgesamt ist das quasi ein Jahr, wo ich all das machen kann, was ich gerne tue, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich es gerne tue. Wie zum Beispiel nichts mit Menschen. Also so Massenveranstaltungen und so. Ich verstehe dich sehr, sehr gut. Ach, eine Geburtstagsfeier? Ach nö, dieses Jahr komme ich mal besser nicht. Corona, ja. Corona. Weihnachten, Silvester, ach puh. Nee, ne? Das ist ja nicht so. Ach. Ja. Was, der kommt auch. Nee, das kann ich dem nicht zumuten. Ja. Ach nee, lass. Also schon. Das ist echt praktisch. Hoffentlich hält das noch ein bisschen. Ich habe nur ein bisschen Angst vor der Nebenkostenabrechnung, aber man ist halt so viel zu Hause. Ja, ich ja nicht. Ich arbeite ja leider ganz normal. Arbeitest du denn auch so in einer, ja doch, du arbeitest ja auch in einer Gegend, wo es noch relativ moderat aussieht, oder? Ja, es ist ja total auf dem Land, ist halt. Ja. Da habt ihr halt echt ein bisschen Vorteil, ne? Wobei selbst hier hat es sich jetzt gerade wieder verdoppelt. Oh. Also auf 6 Leute. Okay. Das klingt jetzt nicht viel, aber das ist natürlich prozentual ist es sehr, ja, schon tüchtig. Ich weiß gar nicht, ich habe vorher nur irgendwie einen Blick auf die Karte geworfen und dachte mir, okay, zu viele Ecken hier in der Gegend sind dunkelrot eingefärbt. Und stellte dann fest, nein, es gibt noch einen Farbton dunkler. Wir möchten die Lila grüßen. Sowieso. Immer. Alles Gute. Auch persönlich. Ja. Um einfach mal den Sträter Bender Streberg Podcast zu zitieren. Ja, weil der Kreis Kloppenburg scheinbar gerade die 100 Fälle pro 100.000 Einwohnermarke geknackt hat. Und da gibt es auf der RKI-Karte nochmal einen ganz anderen Rotton für. Ja. Ui. Lilo, Herr von Bödefeld. Was ist mit meiner Dauerwelle passiert? Nom, nom, nom. Tja, die zweite Welle, Dauerwelle, was auch immer. Tja, willkommen. Oh, der Flo ist müde. Der ist immer müde. Der Flo ist müde. Müde.
Penis, 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 Penis Time. Wilma. Ach, ach, ach. Schön, dass sich nichts verändert hat. Wir haben immer noch keine Themen. Ja, ich, ach, hab gerade in diesen Red Meat Comics gelesen und. Ja, die sind merkwürdig. War nur etwas verstört. Ja. Ich guck mal einfach so durch, weil ich einen alten Lesezeichen noch drin habe. Da findet sich doch bestimmt noch was Interessantes. Aber. Ich. Was ist das? Ja. Es ist alles sehr, 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 Dings. Sehr? Sehr. Oh, ich muss morgen einkaufen. Wie sehr denn? Oh, sehr, sehr. Was für einen Tag haben wir eigentlich? Dienstag? Ich glaube. Gut. Ich habe die Woche Urlaub, dann kriege ich das noch weniger mit als überhaupt. Ich auch. Ach. Was zur Hölle? Ja. Was ist denn noch so Schönes passiert in den letzten Wochen? Ich weiß es nicht. Irgendwie. Ich habe meinen Beamer ausprobiert. Und wie weit bist du gekommen? Es gibt Momente, da überraschst du mich immer noch. Ich bin mir nicht sicher, ob das gegen mich oder gegen mein Gehirn spricht. Ja. Und wie funktioniert das? Naja, du machst ihn an und dann kommt da Video rein und ein Bild raus. Echt? Mhm. Ui. Jetzt besorge ich mir noch Boxenkabel und verkabel meine Anlage im Schlafzimmer neu. Und dann kann ich im Bett fernsehen. Ich werde, mein altes Büro wird ja zu mehr Wohnzimmer als Büro umgebaut. Und da werde ich dann auch, wenn da sowieso demnächst mal neue Kabel verlegt werden und so Zeugs, auch für Dolby Surround Vorbereitungen treffen. Oho, der und feine für, Herr. Für einen Beamer und dann mal schauen. Oho, oho. Aber wo wir bei Beamen sind, ich habe angefangen, mal wieder die klassische Star Trek-Serie zu gucken. Die ganz alte? Ja. Die noch vor Captain Shatner? Nein, die mit Captain Shatner. Okay. Das andere spielt ja noch vorher, ist aber neuer. Gab's nicht Anfangsfolgen ohne Captain Shatner? Ja, eine. Ah, okay. Der Original-Pilotfilm, der auch irgendwo mit drauf ist. Ich dachte, das wären mehr. Nee, den haben sie dann in einen Zweiteiler umgewandelt und haben halt eine Rahmenhandlung drumherum gestrickt. Rahmen. Ich hätte jetzt auch Lust auf Nudeln. Ja, wäre nicht schlecht. Aber es ist noch Geschirr in der Badewanne. Wir sitzen beide halt allein da. Niemand zum Nudeln. Tja.
Da machst du nichts. Ja, ja. Auf jeden Fall, ich meine, ich kenne die ja alle schon zigmal gesehen. Ich habe auch die Next Generation nochmal geguckt. Zum ersten Mal auf Blu-ray. Echt gut überarbeitet, muss man schon sagen. Aber so diese Captain Kirk-Sachen, die sind ja teilweise so extrem sexistisch. Also das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass das so schlimm ist. Tja nun, die Zeiten haben sich doch ein Stück weit geändert, gell? Ja, aber... Ach, nee. Das ist... Ich wusste, dass es schlimm ist, aber dass es so schlimm ist. Ach. Ja, zum Ausgleich habe ich gleich heute angefangen, die Waltons zu gucken. Ist das besser? Es ist anders. Ich habe nur ein Problem mit den vielen alten Serien. Die Folgen ziehen sich ja schon etwas. Du meinst, die Schlachtzahl ist nicht so hoch? Ach. Fa-la-la-la-la-la-la-la. Oh, bald ist wieder Weihnachten. Und es fällt dieses Jahr aus. Ja, eben. Schön, gell? Mein Lieblingsweihnachten. Dann können wir lustige Weihnachtslieder singen im Podcast und Kekse backen. Also du, weil ich habe ja keinen Ofen. Kekse singen. Genau, ich kann ein Krippenspiel einstudieren. Hust, schnief. Ach ja, erinnerst du dich noch an den österreichisch-amerikanischen Mathematiker Kurt Gödel? Ja, der mit dem Gödel-Universum, oder? Weißt doch, wie der gestorben ist. Wahrscheinlich hat er eine Zeitschleife gebaut und kam nicht mehr raus. Nee, der war so paranoid, dass er nur Sachen gegessen hat, die seine Frau zubereitet haben. Oh Gott. Und die musste für 6 Monate wegen einem Schlaganfall ins Krankenhaus. Also oh, er war verhungert. Ja. Meinen wir den gleichen Gödel? Kurt Gödel? Kurt Gödel. Wahnsinn, okay. Ja. Huh. Kurt Gödel on my Dödel. Ach. Ach. Was schon ein bisschen lustig ist, weil Gödel hat ja quasi Zeitreisen postuliert und... Ja. Ja. Trotzdem war er bekloppt. Ja gut, er hat Zeitreisen postuliert. Was erwartest du? Ach ja, Mathematiker. Ich habe ja irgendwie nur schlechte Erfahrungen mit Mathematikern. Verstehe ich. Applaus. Ach guck, es ist gerade mal wieder iPhone-Event, hä? Ach ja. Kennst du auch den amerikanischen Schriftsteller Tennessee Williams? Okay, nicht, aber... Ich habe den Namen schon mal gehört, ja. Endstation Sehnsucht und die Katze auf dem heißen Blechdach. Und so Zeug sind das nicht beides Serien? Nein, das sind Filme. Okay. In welcher Serie spielt denn Joey von Friends mit? Das ist doch Endstation Sehnsucht. In Friends, meinst du? Ja. Wie hieß die Serie denn? Das finden wir raus. Das finden wir raus. Zeit der Sehnsucht. Zeit, ach so. Ja.
Auf jeden Fall Tennessee Williams, weißt du, wie der gestorben ist? In Tennessee an zu viel Williams-Birne? Fast. In einem Hotel in New York an der Verschlusskappe für Augentropfen erstickt. Er hat sie wohl versucht, mit dem Bund festzuhalten, während er sich die Augentropfen reingemacht hat und hat sie dabei eingehabt. Verdammt. Oh je. Ja. Das ist beeindruckend. Mhm. Tragisch, fast. Tragikomisch. Ach. Ja, ne? Ja. Haben wir noch was zu erzählen? Oh, bestimmt, bestimmt. Die Frage ist halt nur was. Ja. Tja. Ich glaube, das nächste Mal macht man wieder Themenliste, oder? Wie das nächste Mal? Tja, ha. Ich habe nur unterschrieben für... Ich habe gar nicht unterschrieben. Ja, musst du auch nicht. Verträge, wo man seine Seele verpfändet, gelten auch ohne Unterschrift. Hier, ne? Maschinell erstellt, ohne Unterschrift gültig und so. Man kennt das. Die kommen nachts per Fax und schwupps. Ja, man kriegt nur 75% der Seele. Ja, der Rest kommt in den Fonds. Seelenfonds. Da kann man Brot darin eintunken und hat ein Seelenfondue. Du, du, du. Du, 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 du.